Hallo ihr Lieben und einen schönen ersten Advent. Ja, ich war heute schon richtig fleißig und habe meine ganze Weihnachtsdeko gemacht. Und unter anderem habe ich mir auch diesen Kranz hier gebastelt. Ihr seht, da fehlt noch eine Kerze. Ich muss dringend welche nachkaufen. Und ja, die Kerzen hier, die habe ich mir vor 2 Tagen nochmal schnell ein bisschen dekoriert mit meinem Heißluftföhn und einer Serviette. Ihr das? Seht ihr es da besser? Oder? Nee, ich glaube, hier seht ihr es viel besser. So, genau. Ja, einfach nur so ein bisschen hier so ein paar Sternchen und da eben die Serviette fand ich ganz süß. Und ja, die sehen jetzt eigentlich alle drei gleich aus. Deswegen brauche ich euch jetzt nicht mehr groß zeigen. Ja, den habe ich mir gemacht und eben zu Hause so ein bisschen dekoriert und meine Adventskalender wieder aufgehängt und wie das so ist. Genau. Ja, heute Morgen habe ich schon gedacht, oh mein Gott, hoffentlich komme ich überhaupt hoch. Irgendwie Magen-Darm, fragt mich nicht. Und dann ein bisschen unterwegs gewesen, ein paar Sachen halt, also erledigt, mit dem Hund rausgegangen und eben hier meine ganze Deko gemacht, mich ein bisschen abgelenkt und jetzt geht's Gott sei Dank wieder. Yippie! Ja, dieses Jahr habe ich gar nicht so viel mit den Adventskalendern. Ich habe von meiner Miss Fruchteis den Kalender, den habe ich mit ihr getauscht. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass wir irgendwie jedes Jahr tauschen. Und ja, auch dieses Jahr habe ich mit ihr einen Kalender getauscht. Wir haben es dieses Jahr ein bisschen besonders gemacht, weil wir echt schon keine Idee mehr hatten. Wir haben ja öfter mal Tauschpost gemacht und dann eben auch immer in der Adventszeit die letzten, also das ist jetzt das dritte Jahr, immer die Adventskalender getauscht. Mit Geschenken halt, die wir selbst ausgedacht haben. Und dann hatten wir uns immer so ein Limit von 2 Euro gesetzt. Und das finde ich schon echt schwierig, schöne Sachen zu finden, die dann nur 2 Euro kosten, wo man sich dann auch wirklich drüber freut. Und deswegen haben wir gesagt, weißt du was, dieses Jahr machen wir es ganz anders. Wir schicken uns gegenseitig eine Liste mit Links von Sachen, die wir gerne hätten. Und ja, jeder kann dann eben für den anderen Sachen aussuchen. Und zwar hatten wir einen Wert ausgemacht von 50 Euro. Und ja, so haben wir es dann gemacht. Wir haben uns jeder, also gegenseitig eine Liste geschickt mit Links zu Sachen, die wir gerne hätten. Und ja, die Sachen tauschen wir jetzt. Genau. So, ich werde mal kurz meinen Adventskalender an die Seite packen. Meinen Adventskranz, nicht Kalender, Quatsch. Und dann hole ich, also packe ich die Sachen schon mal aus. Und natürlich habe ich wie jedes Jahr den IKEA Adventskalender. Ich hatte euch ja schon in dem Vorstellungsvideo sozusagen für diesen, für diese Adventsgeschichte hier, hatte ich ja schon ein Video gemacht. Und da hatte ich das auch schon mal kurz erklärt. Und wie gesagt, der IKEA Adventskalender darf natürlich nicht fehlen. Okay, ihr Lieben, ich stelle ganz kurz den Kranz zur Seite und dann geht's weiter. So, das ist mein Geschenk vom 1. Und hier waren noch ein paar Goodies dabei. Sachen, die ich in ihren Videos gesehen habe und wo ich gesagt habe, oh Mann, wenn du diesen Blog siehst, dann besorg mir den doch bitte nochmal. Und auch hier diesen, den fand ich so toll. Und genau wie diesen, der ist mega, mega schön. Und ja, sie hat mir die einfach mitgeschickt und zu anderen hat sie mir auch noch 2 Stempel mitgeschickt. Einmal den hier, den hatte ich auch in einem Video von ihr gesehen, den fand ich auch so, so süß. Also jeder, der mich schon ein bisschen kennt, der weiß ja, dass ich halt alles, was so mit Waldtieren und gerade so diese Darstellung, also nicht, wenn es wirklich aussieht wie real, sondern dann schon wie gemalt und so ein bisschen kindlich, sage ich jetzt mal, dann gefällt mir das sehr gut. Und den hat sie mir dann auch mit eingepackt und ein Stempelset, den ich eigentlich schon habe, aber irgendwie nicht mehr wiederfinde. Ich hatte den 5-6 Mal und habe den auch ganz oft in Tauschpost und so verschenkt. Und ja, jetzt letztens habe ich den gebraucht, weil ich wollte, glaube ich, irgendwie Einladung oder irgendwas stempeln und habe diesen Stempel überall gesucht und konnte ihn nicht finden. Und jetzt habe ich ihn wieder, perfekt, wenn dann der andere irgendwann wieder auftaucht, umso besser. Ja, dann waren noch ein bisschen Post dabei für mich. Die Blöcke habe ich letztes Mal schon ein bisschen durchgeblättert, als ich euch das Vorstellungsvideo gezeigt habe. Deswegen möchte ich die jetzt nicht nochmal durchblättern. Ihr seht ja auch hier einmal, was da so drin ist, bei dem auch.
Und ja, hier ist halt immer ein buntes Papier und dann ein Valium-Blatt dazwischen. Zeige ich es doch. Also einmal ein Valium, normalerweise erst ein normales Papier, dann ein Valium und so weiter. Also so geht das dann irgendwie immer weiter. Fängt sogar mit einem Valium an, seht ihr? Ja, und da sind halt super schöne, bunte Watercolor-Geschichten drin und sowas liebe ich einfach. Und da bin ich ganz, ganz dankbar, dass ich die Sachen habe. So, auch das einmal an die Seite. Zack. So, normalerweise würde ich das hier zuerst aufmachen, um mir die Spannung ein bisschen zu erhalten und dann den IKEA Adventskalender. Allerdings, ich weiß es von meinem Adventskalender, den ich ihr geschickt habe. Letztes Jahr, es war eine absolute Katastrophe, weil die ganzen tollen, selbstgemachten Sachen, ich hatte was in Glas verpackt für ihre Mama und auch für sie und ich hatte ihr eine selbstgemachte Marmelade. Da habe ich Gläser genommen, die dann nicht richtig verschlossen hatten. Und dann ist das verschimmelt, weil das zu lange drin war. Und dann Glassachen, die dann beim Postweg kaputt gegangen sind. Deswegen keine Sorge, meine Mausi, du guckst dir das Video ja sicher an. Mach dir keinen Kopf. Passiert halt, ist kaputt gegangen. Es ist keine Ahnung, also wenn ich Post zu dir schicke, wenn da was drin ist, was kaputt gehen kann, das sichere ich doppelt und dreifach ab, weil ich einfach Angst habe, dass es die Post, die schmeißt das so durch die Gegend. Weiß ich nicht, warum das bei dir so schlimm war. Ich habe die gleichen Sachen, die ich dir auch geschickt habe, anderen Leuten geschickt, da ist gar nichts passiert. Und ja, bei dir war es total kaputt. Da das aber jetzt hinten schon ein bisschen kaputt ist, habe ich jetzt schon gesehen, was drin ist. Deswegen mache ich das jetzt auch zuerst auf. Ich freue mich aber trotzdem riesig drüber. Und zwar erzähle ich euch kurz, ich hatte diese Teile mal gesehen bei Sammy Finn vor ein paar Jahren. Da hat sie was mit Fimo gemacht und da hat sie diese Teile verwendet. Die sind aber eigentlich zum Backen gedacht. So, und damit es für euch jetzt auch nicht mehr so spannend ist. Und hier ist noch ein Rest von meinem Kleber. Ich habe hier gestern mit meinem Plotter was ausgeschnitten für meinen Mann. Ich habe ihm ein Logo gemacht für die Arbeit, für seine Arbeitsklamotten. Für ihn und seine Angestellten. Und da ja, ist hier noch ein bisschen Rest. So, das klebt jetzt einfach hier. So, da haben wir es. Und zwar sind das solche super süßen Panda-Bärchen. Und ihr seht hier oben, da kann man halt so Schichtkekse quasi draus machen. Ich packe die einfach mal aus. Achso, da ist dann immer die Anweisung, was zuerst muss und was als zweites muss anscheinend. So, nehmen das hier gerade mal runter. Ja, und ihr seht, da sind halt, hier sind überall immer die Zahlen. Deswegen darf ich das jetzt mal nicht verwechseln hier. Das war die 4, das war die 3. Genau. Und da steht dann immer, welche Teile man als erstes benutzen muss und welche dann danach. Um dann eben diese Ergebnisse zu kriegen. Also da sind theoretisch jetzt 3 Ergebnisse drin. 1, 2, 3 und die 4. Ja, und die finde ich super, super süß. Ich will gerade mal gucken. Genau, das kann man auch noch rausnehmen. Also kann man hier jetzt quasi einmal den Hintergrund mit Schokokeksteig, dann einen hellen Keksteig für das Gesicht. Hier, das hier ist noch der Bauch vorne. Und dann hat man eben, hier kann man dann aus dem Gesicht, was man vorher ausgestochen hat, kann man dann nochmal wieder das Gesicht hier quasi so rein machen. Also total süß. Also man kann entweder die Dinger rausnehmen, komplett rausstechen, oder man kann anscheinend das auch hier so reindrücken. Oder? Nee, das, nee, das macht man nur so. Ich dachte hier die Öhrchen, dass man das noch reindrücken kann. Sah so aus. Und da kann man bestimmt auch, vielleicht seht ihr das, das hat so ein bisschen Erhöhung. Wenn man das, glaube ich, so nochmal drauflegt, dann hat man noch diese Abdrücke von den Ohren. Also richtig cool. Da kann man voll coole Kekse mitmachen. Ja, und da freue ich mich wirklich riesig drüber. Und die werden auch dieses Jahr auf jeden Fall zumindest einmal für Kekse ausprobiert. Und ja, anscheinend ist das immer so mit den Ohren hier so gedacht, dass man die, ups, so. Wenn man merkt, ich habe lange keine Videos mehr gemacht, ne? So, da kann man die dann nochmal extra ausstechen. Dann ist es auch wurscht egal, welche Zahl ich wo nehme, weil das erklärt sich ja von selber. Aber auch süß, ne? Könnte man theoretisch auch ausschneiden und nochmal für irgendwas verwenden. Ja,
Meine Liebe, vielen, vielen Dank dafür. So, ich lasse die gerade hier umliegen. Und dann haben wir den Adventskalender, zack, doch mal so rum, von IKEA. Und dafür brauchen wir ja immer die App. Und dann mache ich einmal kurz, die habe ich mir schon auf meine Startseite hier geholt, damit ich es einfacher habe. Und dann los geht's. Genau, ich kann ruhig schön laut machen, falls jetzt eine Geschichte kommt. Und achso, die 1 hatte ich schon gesehen. Und einmal aufmachen. Und dann ab heute geht's los. Starte die aktuelle IKEA Adventskalender-App. Einige Türchenrückseiten kannst du scannen und tolle Überraschungen erleben. Jetzt habe ich das Ding schon aufgemacht und dabei wollte ich doch erstmal hier über diesen Kalender überhaupt drüber gehen. Das kann man ja auch noch machen. Also letztes Jahr zumindest. Ah, okay. So, könnt ihr es sehen? Ja, ihr seht es. Ich schiebe den noch mal ein bisschen weiter nach oben. So, da haben wir schon mal den. Oh, okay, dann ist anscheinend dieses Jahr nur, in Anführungsstrichen, nur das drauf. Das ist ein bisschen schade, weil letztes Jahr... Aber kann natürlich sein, dass da jeden Tag was anderes kommt, ne? Wenn man den kompletten Kalender quasi hier einmal scannt. So. Ja, da hat man dann den, der da immer hin und her latscht. Ich mach's gerade nochmal aus. Weil anscheinend ist hier auch heute nichts drin. Aber ich kann es ja nochmal probieren. Es geht ja ruckzuck, dann ist ja wieder offen. So. Nee. Heute geht nichts. Okay, dann kann ich das nämlich wieder ausmachen. Und dann haben wir eine super leckere Schoki. Wieder weiß und braun. Und innen ist so eine weiße Creme. Kann ich nicht genau sagen, was es ist. So ein bisschen Frucht ist auch noch mit drin, so Erdbeere oder so. Schmeckt auf jeden Fall lecker. Aber ja, das war's heute leider schon von dem IKEA Adventskalender. Ich bin gespannt, ob da jeden Tag, wenn man den ganzen Kalender scannt, ein anderes Bild kommt. Oder ob immer das Gleiche wäre. Wenn immer das Gleiche wäre, wäre es ein bisschen doof. Aber theoretisch könnten sie ja, hier haben wir heute haben wir ja so einen Zwerg hier gesehen, ne? Und dann könnten sie ja theoretisch beim nächsten Mal irgendwas mit einem Stern machen und dann sich hier was ausdenken. Also so, das wäre ja zumindest, ne? Ja, gucken wir mal. Also ich werde auf jeden Fall zumindest 2-3 Tage hintereinander jetzt mal scannen und gucken, was passiert. Okay, ihr Lieben. Ja, eigentlich sind wir schon am Ende. Ich möchte euch aber noch ganz kurz erzählen. Und zwar habe ich vor, dieses Jahr nicht so viel Zeit mit der Videobearbeitung zu verbringen, sondern möchte lieber mehr Zeit mit euch verbringen. Und zwar habe ich mir überlegt, heute habe ich es nicht gemacht, aber ich habe mir überlegt, dass ich die nächsten Tage, ich weiß nicht, ob ich es jeden Tag mache, aber auf jeden Fall werde ich es öfter machen, dass ich live gehen werde. Also ich werde ein Live-Video machen, werde dann meinen Päckchen auspacken, werde den IKEA Adventskalender hier mit euch machen und danach nehme ich mir einfach noch ein bisschen Zeit für euch und werde noch ein bisschen mit euch quatschen. Die Videos sind dann zwar ja, nicht so mit dem Thumbnail und nicht so vielleicht, wie ihr es gewohnt seid. Wartet mal, ich habe gerade mal eine Idee. Schwupp, so. Hätte ich auch vorher schon mal drauf kommen können. Genau, also, ja, ich finde es einfach ein bisschen schade, so viel Zeit damit zu verbringen, dann hier am Computer zu sitzen und die Videos im Nachhinein noch zu schneiden. Pleiten, Pech und Pannen passieren überall, sind witzig. Also, shit happens, dachte ich mir so. Und muss ja nicht immer alles so perfekt sein. Und so haben wir aber auch mehr Zeit miteinander. Also, wenn ihr Bock drauf habt, ich denke, morgen werde ich es auf jeden Fall schon mal starten. Und dann werde ich halt die Tage jetzt zwischendurch dann, wenn nicht sogar jeden Tag, gucken wir mal, Live-Videos machen. Und wer weiß, was sich in den Live-Videos so ergibt. Genau. Okay, jetzt sage ich aber tschüss und bis morgen.